Und schon wieder denk ich an sie. Doch sie, sie sieht mich einfach nie. Wer steht schon auf nen Nerd, der nicht dazugehört? Der nicht dazugehört. Dabei war ich mal cool, bevor es dann passierte, bevor ich mich in Physik inskribierte. Auf meine erste Party ging, mein erstes Bier probierte und gleich den ersten T-Bag kassierte. Sie haben mich geteabagt, jetzt weiß ich, wie der Tee schmeckt. Und jemand hat es dann auf YouTube gestellt. Sie haben mich geteabagt, den Bag in mich reingehängt. Kurz hatte ich Angst, dass es mir gefällt. Und sie geht wieder an mir vorbei. Ihren neuen Lover hat sie diesmal nicht dabei. Der Arsch hat mich geteabagt, doch ich will nur sie. Da sieht sie mich an, das dachte ich mir nie. Was soll ich nur tun? Ich bin doch nur ein Loser, ein World of Warcraft User und wahrscheinlich schlechter Schmuser. Ich will grad was sagen und mache den Mund auf. In dem Moment springt er mit dem T-Bag auf mich drauf. Sie haben mich geteabagt, jetzt weiß ich, wie der Tee schmeckt. Und jemand hat es dann auf YouTube gestellt. Sie haben mich geteabagt, den Bag in mich reingehängt. Ich bin erleichtert, weil es mir nicht gefällt. Bei der letzten Party, ich wollte ja gar nicht hin. Doch sie war auch dort, das hätte ich mir nie verziehen. Da sehe ich ihren Lover, ich halt mich undercover und kipp ihm ein paar K.O.-Tropfen rein. Eigentlich waren die Tropfen ja für sie, doch jetzt zahl ich es dem Typen endlich ein. Dann warte ich noch, bis er eingeschlafen ist. Ich kann's schon kaum erwarten, bis er endlich meinen Bag frisst. Ich habe ihn geteabagt, jetzt weiß er, wie der Tee schmeckt. Und dann hab ich es gleich auf YouTube gestellt. Ich habe ihn geteabagt, in meinen Bag reingehängt. Ich glaub sogar, dass es ihm gefällt. Ich habe ihn geteabagt, er weiß jetzt, wie der Tee schmeckt. Und dann hab ich es gleich auf YouTube gestellt. Ich habe ihn geteabagt, in meinem Bag reingehängt. Das war für mich das schönste Happy End.